Hallöchen, ich begrüße euch zu diesem Dienstagsvlog. Und anscheinend habe ich verlernt, wie das funktioniert, denn heute ist Mittwoch. Hat also schon mal super gut funktioniert, deswegen, ja, ich dachte mir, bevor ich nicht mehr anfange zu vloggen, fange ich heute an. Es ist tatsächlich schon so um 17 Uhr, 17.30 Uhr, ich bin mir gerade gar nicht ganz sicher. Und das heißt, der Tag neigt sich schon wieder dem Ende, aber ich war gerade noch mal eine kleine Runde draußen, habe das schöne Wetter genossen. Ein bisschen sieht man durch das dreckige Fenster, dass ja, noch Licht da ist. Es ist total schön, dass es sich anfühlt, als ob es tatsächlich so ein bisschen Richtung Frühling geht. Denn seit ungefähr 2 Tagen ist der Schnee hier weg. Also jetzt ist es wieder langsam grün. Und mal schauen, ob er noch mal kommt, der Schnee. Wer weiß. Ich war gerade noch mal kurz beim Briefkasten, habe da was reingeschmissen, damit es weggeschickt wird. Und habe mir gedacht, kann ich noch mal ein bisschen Tiefluft holen, frische Luft tanken, Ruhe auch, denn hier nebenan wird gerade das Nachbarhaus abgerissen. Und das, ja, seit Montag, heute ist Mittwoch. Teilweise konnte ich dem Lärm ein bisschen entfliehen, aber gut, nicht immer. Dafür haben sich die Nachbarjungs, also Männer, großen und kleinen Jungs, gefreut und haben dem Bagger zugeschaut. Das ist wohl sehr faszinierend, was der so tut den ganzen Tag. Warum nehme ich euch mit? Wieso? Weshalb? Warum? Es ist Mittwoch, Mitte Februar. Ich hatte nicht vor, dass ich Mitte Februar an einem Mittwoch hier sitze und sagen kann, ich bin zu Hause, wäre vielleicht mein Lesemonat Januar müsste es sein, ja, gesehen hatte, der weiß, dass ich einen Kreuzbeinbruch habe. Das heißt, das Teil, das hinten in der Mitte beim Becken ist, beziehungsweise die Basis bildet eigentlich und Verbindungsstück zwischen Becken und Wirbelsäule. Genau, das ist kaputt. Hat sie gut hingekriegt und ja, ist sie nicht stolz drauf, denn sie hat Schmerzen. Und das heißt auch, ich kann halt momentan nicht alles machen. Ich darf nicht alles machen, weil dieser Bruch heilen muss, ohne zu viel Belastung zu kriegen. Und jetzt kriege ich zum Glück seit heute Therapie. Ich bin da sehr froh drum und ich gehe sehr gerne hin. Bin eine sehr glückliche Patientin quasi, dass ich endlich Therapie kriege und was kriegen darf und machen darf. Und ja, morgen ist schon Termin Nummer 2, dann dauert es wieder fast eine Woche. Aber gut, so ist es eben. Die Termine sind nicht leicht zu kriegen. Kenne ich ja selbst von meinen eigenen Patienten, die manchmal jammern, weil die Termine so schwierig zu kriegen sind. So, und was erzähle ich sonst noch hier heute? Ne, nicht nur heute, die Woche bis nächsten Dienstag. Ich werde ein bisschen zeigen, was ich natürlich lese, was ich mache den Tag über. Es ist jetzt nicht unfassbar spannend, was ich so tue. Ich liege tatsächlich auch einen Teil der Zeit rum. Ich lese natürlich, ich gucke Serie und ansonsten mal sehen, was hier noch so auftaucht. Ich bin selbst gespannt, was auch am Wochenende passiert. Viel ist nicht geplant, aber wer weiß, was da noch so auf mich zukommt. Und genau, ich hoffe, es wird ein bisschen spannend. Es ist halt nicht viel anders, als wenn ich im Homeoffice oder so wäre, wenn ich einen entsprechenden Beruf hätte und euch da mitnehmen würde. So viel spannender wird es, glaube ich, nicht. Und jetzt starte ich quasi erstmal in den Rest des Mittwochs noch und werde es mir so gemütlich wie nur möglich machen. Ich war schon, wie gesagt, ein bisschen unterwegs heute zur Therapie. Gerade noch einen Mini-Spaziergang. Und ja, werde mich jetzt wohl erstmal ein bisschen hinlegen und ausruhen. Vielleicht lesen. Seht ihr, wie es hier weitergeht. Donnerstagmittag. Bei mir gibt es Nudeln mit Gemüse, beziehungsweise Tomatensauce und Gemüse, Zwiebel, Zucchini, Karotte, Knoblauch ist da drin und ein Gurkensalat, den sieht man fast nicht, mit Sahneessig. Das lasse ich mir jetzt schmecken hier in der Sonne an meinem Fenster und ich genieße ein bisschen die Ruhe, denn nebenan wird ja das Haus abgerissen und ich bin etwas genervt davon, muss ich gestehen. Ich halte es kaum aus. Aber gut, heute Nachmittag geht es wieder zur Therapie. Und dann werden wir mal sehen, was der restliche Tag noch so bringt.
So, da sitze ich mit meinem Spiegelbild, wie ich gerade sehe. Supi. Bin auch gar nicht rot im Gesicht. Vielleicht kriegt das die Zukunft Anja wieder hingekriegt, irgendwie mit dem Abgleich hier. Das sieht ja fürchterlich aus. Das kommt vielleicht von meinem roten Vorhang, von der generell geringen Lichtquelle und von meiner Lampe, die ist so orange-rot. Naja. Gut, ich bin wieder zu Hause. Es war heute nicht viel. Ich habe mich auch nicht viel gemeldet. Schande über mich, das mit dem Vloggen habe ich schon mal nicht wirklich drauf. Ich komme gerade von der Physiotherapie. Und oh mein Gott. Ich war vor 2 Jahren schon mal in der Praxis wegen meiner Gürtelrosengeschichte. Und war da sehr viel bei Michi. Und ich war heute wieder bei Michi. Und ich habe ihn leider nur heute gehabt. Ich bin so traurig drüber, weil er kann es einfach. Finde ich. Also ich bin da ja nicht die Beste, das zu bewerten, aber aus Patientensicht, finde ich, kann das einfach. Und deswegen ist er vermutlich so beliebt und hat nicht so viele Termine frei. Ja, leider. Ich fühle mich, als könnte ich jetzt schweben, davon fliegen und als könnte ich alles machen. Und das ist unglaublich toll und ich weiß, es wird jetzt noch nacharbeiten und ich weiß, es wird morgen wieder anders sein. Aber gerade eben, ich schwöre es euch, als könnte ich schweben, als könnte ich davon fliegen. Deswegen, ja, genau deswegen mache ich auch gerne Therapie, deswegen gehe ich gerne hin, deswegen lerne ich gerne auch neue Übungen kennen, die ich noch nicht kenne und mache die dann auch gerne zu Hause. Es war durchaus auch anstrengend, so ist es ja nicht, und es war durchaus auch ein bisschen schmerzhaft, aber es war einfach auch richtig gut. Ich fühle mich so, so unfassbar wohl. Ich gucke mal, dass ich jetzt nicht zu viel Energie ins Herumwirbeln stecke und noch 1000 Dinge heute tue, sondern es in Grenzen halte. Und ja, ich melde mich auf jeden Fall nochmal heute. Ich versuche es. Und was zum Buch zu sagen. Ich habe gestern angefangen, aber Leute, noch nicht viel gelesen. Und es ist ein Buch angekommen. Zeige ich euch auch gleich noch. Endlich. Endlich. Ich kann es gar nicht fassen, dass es tatsächlich endlich da ist. So, endlich da ist von Adriana Popescu Ein Tag und zwei Leben. Das ist jetzt zwar farblich nicht ganz richtig dargestellt, aber ihr kennt es ja vielleicht sogar auch als Hardcover. Und ich bin wahnsinnig froh, dass es tatsächlich jetzt da ist. Ich finde es ja wunderschön, das Hardcover. Der Einband inklusive Klappentext, inklusive, ja, Quote quasi von Anne Freitag. Mit kleinen Details und ja, auch inklusive, man sieht es hier nicht gut, auf dich, Lesebändchen. Es ist eine längere Geschichte. Also, ich habe das Buch bestellt am 4. Januar. Man kann es vielleicht kaum glauben, am 4. Januar habe die Nachricht gekriegt, es wäre versandbereit am 13. Januar. Ich habe dann einen Monat später, also beziehungsweise am 15. Februar nachgefragt und dann hieß es, ja, sie haben die Nachricht gekriegt, in Kürze sei es versandbereit. Und dann würde ich nochmal eine Info kriegen. In Kürze war dann so, dass heute der 18. Februar ist und es ist tatsächlich da. Und gestern habe ich die Nachricht gekriegt, es wird losgeschickt. Also kaum habe ich nachgefragt, 2 Tage später wird es verschickt und am 3. Tage ist es da. Manchmal hilft es nachzubohren. Anscheinend, ich hätte das schon viel früher machen sollen. Es hieß nämlich am 13. Januar wäre es versandbereit und würde 1 bis 5 Werktage brauchen. Genau diese Info hatte ich auch dann gestern gekriegt. 1 bis 5 Werktage. Tatsächlich nur einen. Und ich bin unglaublich glücklich darüber. Also so glücklich hätte mich der junge Postbote gar nicht machen können heute. Ich war auch überrascht, weil den, der sonst kommt, der war es irgendwie nicht. Das Buch ist jedenfalls bei mir angekommen und jetzt werde ich mich erstmal bei meiner Mama melden, weil die hat angerufen, als ich natürlich gerade in Therapie war. Und dementsprechend melde ich mich jetzt bei ihr und dann zeige ich euch noch natürlich das andere Buch. Hallo.
hat das funktioniert mit dem Bloggen? Ja, nicht so richtig toll. Heute ist Montag. Es ist schon die letzte Februarwoche angebrochen und ja, unfassbar, dass der Februar schon fast wieder rum ist. Ich bin auch diese Woche noch krankgeschrieben wegen meinem gebrochenen Kreuzbein und wollte ja eben ein bisschen vloggen. Hat super geklappt, ne? Ich habe Mittwoch erst angefangen, hatte Mittwoch und Donnerstag Therapie, die Donnerstag wahnsinnig gut war. Ich glaube, da habe ich euch nicht mitgenommen. Freitag war dann meine Mama hier und hat mich besucht. Wir waren auch zusammen einkaufen, weil ich soll ja mich eigentlich schonen und nicht so viel tun und vor allem nicht so viel tragen. Und Samstag, Sonntag hatte ich auch noch Besuch und es war wunderschön. Da waren auch zwei Spaziergänge mit dabei. Einmal durch den Wald, hier meine Runde, die ich auch sonst laufen gehe, wenn ich das kann und darf. Und eine Runde am Fluss entlang. Die am Fluss entlang kann man sehen in Bildern quasi teilweise in verschneit. Das habe ich Anfang Januar auch gemacht und auch hier als Video mal zusammengepackt. Also wer das angucken möchte, hier der Schnee im Januar oder irgendwie so. Hatte gestern noch einen schönen Ausklang des Tages, hatte noch ein wunderschönes Telefonat mit meiner besten Freundin. Ich würde mal behaupten, wir hatten beide ein sehr, sehr schönes Wochenende. Und jetzt ist Montag. Heute ist ein bisschen grau und trüb draußen, neblig. Es war gestern Abend schon neblig. Und ich würde mal sagen, damit wir hier ein bisschen wieder Bezug auf meinen Kanal nehmen, zeige ich euch zumindest ein paar Bücher. Denn so viel kann ich ja verraten. Das mit dem Lesen ist gerade ein bisschen schwieriger. Habt ihr vielleicht dadurch auch gemerkt, weil ich eben nicht so viel hier reingestellt habe, was ich gerade lese. Und dann gucken wir mal, wie der Tag heute wird. So ein paar Dinge sollten erledigt werden, wollen erledigt werden. Und ich ja, hoffe, dass ich euch zumindest heute noch ein bisschen mitnehmen kann und ihr dann eben morgen, Dienstag, eben dieses Video hier seht. Und es nicht nur aus, ja, ich habe vergessen, wie man vloggt, besteht. Wir starten mal bei dem Schätzchen hier von Kelly Oram, Cinder und Ella 2. Mir fällt gerade auf, ich sehe da gar keine 2, aber da steht eine 2. Steht hier auf dem Cover eine 2? Nee, ne? Egal. Ihr seht auch hier die Zettel. Ich hatte mir das selber mal eingeteilt, weil ich es in einer bestimmten Zeit lesen wollte. Es ist immer noch nicht gelesen, es ist angelesen. Ach so, anscheinend habe ich die Markierung raus. Doch nicht, ich war schon auf Seite 42. Und ja, wollte das lesen, hatte dafür extra nochmal Cinder und Ella gelesen, ein zweites Mal, damit ich auf dem neuesten Stand war. Und habe es aber einfach nicht weitergelesen. Das ist aber auch Bestandteil meiner ABC-Challenge, nämlich C wie Cinder. Ja, das liegt hier noch. Dann liegt hier der erste letzte Kuss von Ellie Harris. Wer mein Video gesehen hat zur Rache des Subs für den Januar, der weiß, dass dieses Buch da gelandet ist. Das habe ich, ich weiß nicht mehr genau, vor wie vielen Jahren schon gekauft und immer noch nicht gelesen. Wie ihr an dem Bändel hier seht, habe ich auch das angelesen, aber nicht wirklich, Seite 14, 15. Also ja, nicht der Rede wert. Dann liegt hier noch Jiomusu, wirst du da sein? Ebenfalls von der Rache. Noch nicht mal angefangen. Sollte ich bis Ende März lesen. Ebenso wie der Fänger im Roggen von J.D. Salinger. Ebenfalls noch nicht begonnen. Und auch wie Mögest du glücklich sein von Laura Marlene Seiler. Das hatte ich irgendwann schon mal angefangen, vor ein paar Jahren. Ich bin gespannt. So, dann liegen hier noch von Katharina Hagener das Geräusch des Lichts. Das ist das Buch aus dem Februar zum Lesen. Ich ja, habe da noch nicht reingelesen. Hier ist ein Lesebändchen drin. Ich schätze an der Stelle, an der ich schon mal war. Und das ist halt ungefähr ein Drittel vom Buch schon. Also 95, oh, krass, okay. Ja, da habe ich dann anscheinend nicht weiter gelesen. Warum auch immer. Kamen wohl andere Bücher dazwischen oder das Leben, wie auch immer. Und dann habe ich hier noch von Martin Liebmann Faul zu sein ist harte Arbeit, eine Ode an den Müßiggang, das habe ich geschenkt bekommen von Lisa. Meine beste Freundin hat mir das mal geschickt. Ich glaube sogar so unangekündigt und sonst wie, also es war so richtig Überraschung. Ist sehr schön, allerdings lese ich da halt gern so ein, zwei Kapitelchen und die sind wirklich nicht dick, deswegen, genau, da fehlen glaube ich noch so um die 100 oder 80 Seiten. Also das ist, stand ich jetzt fast das, was am meisten schon gelesen wurde. Und jetzt habe ich hier noch liegen von Gunnar Kaiser, Unter der Haut. Das ist, liegt quasi seit gestern ganz neu hier. Ne, stimmt gar nicht, seit vorgestern, aber ist egal. Noch nicht so lange quasi auf dem Stapel, der ich will sie jetzt sofort unbedingt lesen, Bücher. Das wurde für mich ausgesucht aus dem Regal. Ich weiß nicht, warum genau das, aber ja,
Ich bin sehr gespannt. Es geht um eine ganz andere Richtung im Vergleich zu den Büchern, die hier sonst liegen. Es geht nämlich um einen bibliophilen Mörder und die Geschichte darum. Und es klingt sehr, sehr cool und sehr, sehr spannend. Und ich bin echt gespannt. Ich habe gerade mal das erste Kapitel angelesen, also Seite, weiß ich nicht, 15. Ja, Seite 15 bin ich hier und habe auch gemerkt, dass das Cover irgendwie kaputt gegangen ist. Ich weiß gar nicht mehr, wie das passiert sein kann. Aber auf jeden Fall ist es auch ein signiertes Buch des Autors. Im November, Anfang November 2019 war nämlich eine Lesung mit 4 Autoren und die haben alle ihre Bücher vorgestellt, unter anderem eben Gunnar Kaiser. Das ist auch sein Erstlingswerk, also vielleicht nicht so bekannt, und ich bin sehr gespannt drauf. Ich fand es damals sehr spannend und habe mir deswegen 3 von den 4 Büchern auch gekauft und signieren lassen. So, das hier sind sie quasi im Überblick und das sind doch einige. Die werde ich vermutlich nicht mehr alle in dieser Woche schaffen zu lesen. Aber ich werde trotzdem gucken, was ich davon noch schaffen kann für den Februar. So wahnsinnig viel habe ich nämlich noch nicht gelesen, abgesehen davon, dass es noch ein kleines Themenvideo vermutlich am Samstag geben wird. Zu einem bestimmten Thema, zu dem ich bisher noch nichts gesagt habe und zu dem ich auch noch keine Bücher gezeigt habe. Da dürft ihr also gespannt sein, wenn es euch interessiert, was ich da noch so getan hat an der Lesefront quasi. Weswegen vielleicht auch diese Bücher noch nicht gelesen wurden. So, ich habe meine Küche nahezu aufgeräumt, also das, was möglich war. Jetzt steht hier schon mein Frühstück, und zwar ist von gestern, weil sonntags ist ja bei mir Pfannkuchentag. Sind da noch Pfannkuchen übrig? Ich habe schon angefangen mit allen Utensilien und mein Schoko-Chai-Tee-Latte. Das nehme ich mir gleich alles mit rüber zum Fenster und werde das vertilgen. Ja, ein ganz gemütlicher, ein sehr vernebelter Tag irgendwie, Montag. Start in die Woche. Ich gucke dann mal, was ich dann noch so heute schaffe und lese vor allem und melde mich natürlich wieder.
noch draußen und habe einen Spaziergang gemacht. Denn abgesehen von den Übungen, die ich heute gemacht habe, habe ich mich nicht so richtig viel bewegt. Und ja, das sollte ich schon tun, um wieder ganz fit zu werden und zu merken, wo ist meine Belastungsgrenze. Auch wenn ich merke, dass ich momentan leider nicht alles schaffe, was ich gern tun würde. So eine Fraktur, so ein Bruch, der braucht eben seine Zeit zum Heilen. Und deswegen, ja, Spaziergang. Nichts Großes, Weltbewegendes an Sport. Und ich habe die letzten Sonnenstrahlen quasi genutzt, um nochmal rauszugehen. Und jetzt, ja, wollte ich so ein paar Gedanken aufschreiben. Das ist mein fürchterlich aussehendes, schon ziemlich zerflattertes Buch, Notizbuch eigentlich. Es ist eigentlich aber auch ein ganz, ganz alter Kalender. Ich weiß schon gar nicht mehr von welchem Jahr. 2017 steht hier. Ja, we were born to be real, not to be perfect. Genau das. Und da drin stehen einige meiner Texte, weil ich den Kalender nicht wirklich als Kalender verwendet habe. Und da drin steht zum Teil auch, ja, was in dem Jahr 2017, aber auch danach vielleicht passiert ist. Und so manche Rückblicksachen, Fragen, die ich mir gestellt habe. Ja, aber eben vor allem Texte. Das ist das Wichtigste für mich daran an diesem Buch. Und da steht zum Beispiel auch der Text drin, den ich vorgetragen habe beim Poetry Slam. Deswegen ist aber auch immer noch Platz drin, hinten sogar ziemlich viel. Ich bin jetzt gerade mittendrin an der Stelle und habe das aufgeschlagen und wollte ein paar Gedanken festhalten, die ich beim Spazierengehen hatte, für einen Text, der mir sehr am Herzen liegt, der mir momentan sehr wichtig wäre. Ich weiß noch nicht genau, ob er aus mir raus will, dieser Text. So ein paar Ideen sind da und es formt sich so langsam sowas Ähnliches wie ein Text, aber ja. Was es am Ende wird, weiß ich noch nicht genau und wie, in welcher Form das hier zu sehen sein wird, weiß ich auch noch nicht. Im Idealfall habe ich irgendwann wieder die Chance, irgendwo aufzutreten. Auf irgendeiner Bühne, das würde ich nämlich total gerne und dann, ja, wer weiß, gibt es da vielleicht auch hier wieder ein Video davon. Dann seht ihr das irgendwann mal hier oben in der Ecke und keine Ahnung. Ich bin wieder vor ein paar Tagen draufgestoßen auf dieses Notizbuch und mir ist es sehr wichtig einfach, was hier alles drin steht, weil das sind zum Teil wirklich Texte, die sind so richtig aus mir rausgeflossen, die mussten raus, die mussten irgendwo hin, deswegen waren es in diesem Notizbuch gut aufgehoben. So, bevor ich jetzt aber noch mehr so komische Sachen verschwurbelt hier von mir gebe, ich wollte mich noch einmal quasi verabschieden für diesen Vlog. Es war vielleicht kein super toller Dienstagsvlog, ich weiß es nicht. Ihr könnt mir gerne schreiben, ob ihr das gut so fandet oder nicht in den Kommentaren. Ich bin da sehr kritisch heute, denn ja, es fehlt ja so ein bisschen was, finde ich. Ich habe nicht so viel über Bücher gesprochen, ich habe auch nicht so viel gelesen in der Zeit, muss ich gestehen. Und genau, jetzt hole ich nochmal eben schnell das Buch, das ich gerade noch lese. Und zwar von Gunnar Kaiser, Unter der Haut. Das Ganze wurde mir ja quasi aufgetragen als kleine Challenge, dass ich das bis Mittwoch lese. Es ist Montagabend. Ich habe gerade mal bis Seite 24 gelesen. Da geht es weiter mit dem vierten Kapitel. Es hat über 500 Seiten, das ganze Ding. Deswegen, ich bin gespannt, ob ich das bis Mittwoch schaffe. Ich befürchte ja eher nicht. Aber gut, wir werden sehen. Worum geht's? Ich finde es tatsächlich sehr schwierig, auf den Seiten, die ich bisher gelesen habe, das zusammenzufassen. Hinten drauf wird dir verraten, dass es um einen Mörder geht, einen bibliophilen Mörder. Und das Ganze spielt sich ja auch 1969 im pulsierenden New York ab. Was jetzt irgendwie so ein bisschen mit rauskam, war jemand, ein junger Herr, der 20 wurde und der nach dem definitiven Mädchen sucht und das in einem Café sitzen sieht. Das wird ihm dann wie vor der Nase weggeschnappt von einem deutlich älteren Herrn und sie geht einfach mit, ohne Berührung, ohne irgendwas und er versteht es nicht so ganz, warum es da so einen unsichtbaren Faden gibt. Letztendlich verfolgt er die beiden, wird dann irgendwie aus irgendeinem Grund erkannt, das habe ich noch nicht so ganz durchschaut, wie das sein soll. Also wird mit Namen erkannt, angesprochen, warum auch immer und dann ist er irgendwie mit den beiden in dieser Wohnung, die sich über eine ganze Etage erstreckt und macht am Ende dann Fotos von dem Mädchen, das er so toll findet. In einem Raum, in dem nur ein Bett steht. So ganz verstanden, wie gesagt, habe ich noch nicht. Ich bin gespannt, wie es weitergeht. Die Sätze und die Sprache an sich ist irgendwie ganz anders, finde ich. Ist ja auch das Erstlingswerk von Gunnar Kaiser. Ja, wer weiß, warum. Also, warum es so geschrieben ist.
Die Sätze sind oft sehr verschachtelt. Heißt jetzt nicht, dass ich zu doof bin für Schachtelsätze, aber irgendwie ja, nicht so ganz einfach zu lesen und zu verstehen. Ich bin gespannt, was das Buch noch für mich bereithält. Ich gebe dem auf jeden Fall noch eine Chance. So ganz bin ich mir nämlich noch nicht sicher, ob es mich packen kann. Hat es mich jedenfalls heute noch nicht. Vielleicht lese ich später noch ein bisschen weiter. Genau, das wird dann aber nicht mehr hier zu sehen sein. Das wird dann im Lesemonat Februar zu sehen sein. Und ich bin mir auch noch nicht ganz schlüssig, was ihr dann zu sehen kriegt am Samstag. Ich bin gespannt, wozu ich mich entscheide. Entweder ein Video über ein Thema, über das ich noch nie hier gesprochen habe und das mich sehr reizt, da ich so ein bisschen was zu dem Thema gelesen habe, in eine Richtung gehend ungefähr. Und die andere Option wäre natürlich eine Abwandlung eines Mini-Formates, quasi das einmal auf YouTube zu bringen, statt nur auf Instagram zu lassen, wo es bisher von anderen sehr gerne verfolgt wurde. Also lasst euch überraschen, was am Samstag kommt. Ich weiß es auch noch nicht genau. Im Idealfall seht ihr genau in einer Woche, nämlich am Dienstag, den Lesemonat für den Februar. Und dann werden wir mal sehen, wie das Ganze hier so weitergeht, ne? Ich bin sehr gespannt. Also lasst euch überraschen. Wenn ihr das Buch schon kennt, schreibt mir sehr gerne unten in die Kommentare, wie ihr es fandet. Ich habe es, glaube ich, noch nirgends gesehen sonst. Also ich bin da wirklich nur drauf gestoßen, weil der Autor zusammen mit drei anderen Autoren bei einer Lesung war, einer Veranstaltung im November 2019. Und bei der Veranstaltung eben wurde von allen was vorgestellt. Und ich glaube, von den meisten sogar das Erstlingswerk. Es war also sehr spannend. Ich habe mir gedacht, ich mache das einfach mal mit und gucke, ob es für mich was ist, diese Veranstaltung. Und jetzt wird noch ein bisschen weiter geschrieben, später noch weiter gelesen und dieses Video hier bearbeitet. Ich wünsche euch alles Gute, bleibt gesund und lest schöne Bücher. Tschüss!